Richard David Precht Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kapitel 6 Wien Die Macherfahrung Wer ist ich? Jahrhunderterfahrungen verstecken sich manchmal in Fußnoten, zum Beispiel diese. Im Jahr 1855. Macht der damals 17-jährige angehende Physikstudent Ernst Mach einen Spaziergang in der Umgebung von Wien, bei dem er ein eindringliches Erlebnis hat. An einem heiteren Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden. Es war, was der Student nicht wissen konnte, so etwas wie die Erfahrung des Jahrhunderts. 50 Jahre später notiert in einer kleinen Anmerkung seines Buchs die Analyse der Empfindungen. Ernst Mach wurde im Jahr 1838 sechs Jahre vor Nietzsche, in Kirlitze im damaligen Österreich-Ungarn und heutigen Tschechien geboren. Die Familie zählt zur deutschsprachigen Minderheit. Machs Vater ist Bauer, und da er auch als Hauslehrer arbeitet, unterrichtet er seinen Sohn selbst. Parallel dazu absolviert Mach eine Tischlerlehre. Erst mit 15 kommt er auf ein Gymnasium und machte dort ohne Schwierigkeiten sein Abitur. In Wien studiert der hochbegabte Student Mathematik und Naturwissenschaften und promoviert über Elektrizität. Ein Jahr später wird er Professor, wechselt von Graz nach Prag und zuletzt nach Wien. Seine Interessen sind weit gespannt. Eigentlich interessiert er sich für fast alles. Er unterrichtet Physik und Mathematik, Philosophie und Psychologie. Als Physiker berechnet er die Schallgeschwindigkeit, die später nach ihm benannt wird, weshalb Überschallflugzeuge mit Mach 2 Geschwindigkeit fliegen. In seiner Zeit in Prag und Wien war Mach ein berühmter Mann. Er experimentierte mit Raketenprojektilen und erforschte die Dynamik von Gasen. Immer wieder kritisierte er dabei die Newtonsche Physik und wurde so zum Anreger der Relativitätstheorie. Albert Einstein bezeichnete sich gerne als seinen Schüler, obwohl Mach ihn nie unterrichtet hatte. Politisch war er ein Liberaler, der immer mehr zur Sozialdemokratie, damals noch eine als radikal verschriene Partei, tendierte. Und in seiner Weltanschauung war er ein Agnostiker, der sich gerne mit der Kirche anlegte. Mit Machs Theorien schlugen sich Physiker und Philosophen herum. Der junge Lenin schrieb darüber ein dickes Buch. Weil Machs Philosophie unter Russlands Intellektuellen stark in Mode war. Die Sinnespsychologie entstand als eine neue Disziplin und die amerikanische Verhaltensforschung wurde maßgeblich beeinflusst. Doch so viele Wissenschaften er auch inspiriert hatte, Machs Ruhm verblasste schnell nach seinem Tod im Jahr 1916. Der Erste Weltkrieg erschütterte Europa und die Physik ging jetzt ganz neue Wege. 1970 erinnerte sich die NASA an den fast vergessenen Raketenpionier und benannte einen Mondkrater nach ihm. Machs philosophische Gedanken waren radikal. Für ihn zählte nur, was sich durch Erfahrung belegen ließ oder was man berechnen konnte. Damit fiel der größte Teil aller bisherigen Philosophie durch. Denn indem er alles daraufhin überprüfte, ob es physikalisch richtig war, verabschiedete Mach fast die gesamte Philosophiegeschichte mit einer vier Minus in die Ferien. Besonders heftig ging er gegen Descartes Dualismus vor, denn für Mach war klar, das Empfindungsleben des Körpers und das Vorstellungsleben des Geistes bestehen aus ein und demselben Stoff. So wie ihm bei einem Sommertagserlebnis als junger Mann alles miteinander zusammenhängend erschienen war, löste er den Dualismus von Ich und Welt, in einen Monismus auf. Alles, was es in der Welt gibt, besteht aus den gleichen Elementen. Treten sie im Gehirn auf, nennt man sie Empfindungen. Aber das macht sie nicht zu etwas allzu Besonderem. Die besondere Pointe an dieser Empfindungstheorie war der Tod des Ichs. Mehr als zwei Jahrtausende lang hatten die Philosophen vom Ich gesprochen. Und auch jeder normale Mensch sprach von Ich, wenn er sich selbst meinte. Aber Mach protestierte. Er spürte eine große Schwierigkeit zu sich, Ich zu sagen. Was sollte dieses Ich denn sein? Das Ich, meinte er zu erkennen, ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit. Es gab kein Ich im menschlichen Gehirn, es gab nur einen Wust von Empfindungen im regen Austausch mit den Elementen der Außenwelt. Oder wie Mach sich scherzhaft ausdrückte, die Empfindungen gehen allein in der Welt spazieren. Und dann schrieb er der Philosophie seinen berühmtesten Satz ins Stammbuch. Das Ich ist unrettbar. Teils diese Einsicht, teils die Furcht vor derselben führen zu den absonderlichsten, pessimistischsten und optimistischsten religiösen und philosophischen Verkehrtheiten. Mach war nicht der Erste, der auf die Idee kam, das Ich aus der Welt zu streichen. Oder doch zumindest als etwas sehr Geringfügiges anzusehen. Stolz hatte er geglaubt, dass es dazu eines Physikers bedurfte, aber ein verkrachter Jurist und nachdenklicher Kaufmann tat es auch. Der Schotte, David Hume, war 28 Jahre alt, als er 1739 sein Traktat über die menschliche Natur veröffentlichte. Und schon Hume war bei seiner Suche nach dem Ich erfolglos geblieben. Denn Seele und Ich waren keine erfahrbaren Gegenstände. Um Empfindungen, Begriffe und Gefühle wahrzunehmen, braucht der Mensch gar kein Ich. Das geht auch so, quasi von sich aus. Das Ich war damit gar nichts Reales, sondern eine Vorstellung unter anderem. Das Einzige, was Hume zur Rettung dieses Ich einfiel, war der Gedanke, dass das Ich so etwas sein könnte wie die Zusammensetzung der Wahrnehmungen. Eine Illusion zwar, aber möglicherweise eine notwendige Illusion, die dem Menschen das schöne und unverzichtbare Gefühl gibt, einen Supervisor im Gehirn zu besitzen. Stimmt das? Ist das Ich eine Illusion? Ist das, was jeder normale Mensch zu sein glaubt, nur ein betrügerischer Hokuspokus im Gehirn? Haben sich die Philosophen des Abendlandes 2000 Jahre lang etwas vorgemacht, als sie mit größter Selbstverständlichkeit von einem Ich ausgingen, das sich mehr oder weniger erfolgreich mit den Dingen der Welt herumschlägt? Ist unser Ich etwa nicht das Oberstübchen, in dem alle meine geistigen, emotionalen und willentlichen Akte ein- und ausgehen? Die Trutzburg, die alles auf und ab des Lebens überdauert? Der ungeschnittene Spielfilm, der garantiert, dass ich mich durch alle Lebensjahrzehnte als ein und derselbe empfinde? Wer um Machs und Humes willen redet denn jetzt hier gerade mit Ihnen, wenn nicht mein Ich? Und wer liest diese Zeilen, wenn nicht Sie, die Sie ebenfalls zu sich Ich sagen? Befreien wir das Ich also erst einmal wieder aus dem Würgegriff von seltsamen Physikern und verkrachten Juristen und fragen Leute vom Fach, wie die Psychologen, wie es denn mit dem Ich steht. Die Psychologen nicken, sie legen das Gesicht in Falten, sie gucken von einem zum anderen und wechseln ein paar Worte, sie legen wieder das Gesicht in Falten, sie nicken noch einmal. Tja, wissen Sie, sagt einer von Ihnen, also durchstreichen würden wir das Ich wohl nicht. Aber ich und meine Kollegen sind uns doch ziemlich uneinig darüber, was das Ich sein soll. Als ein gesichertes Faktum können wir das Ich nicht betrachten, denn die Psychologie ist, wie Sie vermutlich wissen, eine Naturwissenschaft und Naturwissenschaften sehen gemeinhin nur das als real an, was sie sehen, hören oder messen können. Und das ist beim Ich nicht der Fall. Wenn es ein Ich gibt, dann ist es also irgendetwas Abgeleitetes. Da hat Herr Hume schon recht. Die Frage ist nur, von was? Leiten wir das Ich aus Empfindungen ab? Gibt es also ein Ich-Gefühl? Oder leiten wir es von Vorstellungen ab, von einer Ich-Idee? Also da sind wir uns doch auch nicht ganz sicher. Viele meiner Kollegen vermeiden daher den Begriff und reden lieber vom Selbst. Das Selbst ist so etwas wie unsere Willens- und Beurteilungszentrale. Wir unterscheiden hierbei gerne zwischen Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. Das Selbstkonzept sagt uns, wie wir uns selbst wahrnehmen. Um das tun zu können, müssen wir das I, I, wieder einführen, aber nur als kleine Konstruktion, um ihm ein Mi gegenüberzustellen. Die beiden teilen sich ihre Aufgabe das i handelt und das mi beurteilt und das selbstwertgefühl ist das ganz subjektive zeugnis welches das mi dem i ausstellt wir haben hunderttausende von menschen bei diesem selbstgespräch beobachtet und beschrieben aber fragen sie uns um william james des urhebers dieser gedanken will nicht wie man das beweisen soll es ist halt irgendwie so weiß der liebe gott oder darwin oder wer auch immer warum Soweit der Psychologe. Natürlich ist diese Darstellung stark verkürzt und die Psychologie ist ein weites Feld mit vielen verschiedenen Theorien und Schulen. Aber es ist auch klar, dass die Psychologie die Frage nach dem Ich nicht klar und einfach beantworten kann. Bleibt also nur die Hirnforscher zu Rate zu ziehen, die sich in den letzten Jahren oft lautstark zu Wort gemeldet und eingemischt haben. Mehr als alle anderen, so scheint es, Fühlen Sie sich heute berufen, die Frage zu beantworten? Die Antwort vieler, wenn auch nicht aller Hirnforscher auf die Frage, ob es ein Ich gibt, lautet Nein. Es gibt kein Ich. Keiner war oder hatte jemals ein Ich. Es gibt nichts, was den Menschen im Innersten zusammenhält. David Hume und Ernst Mach hatten vollkommen recht. Das Ich ist eine Illusion. Um Ihre Antwort zu verstehen, muss man allerdings zunächst einmal fragen, wie eigentlich ein Ich aussehen müsste, das einen Hirnforscher zufriedenstellt, so dass er sagt, ja, dies ist das Ich. Wäre ihm damit gedient, wenn er eine Region, ein Areal, ein Zentrum im Gehirn auffinden würde, das das Ich steuert oder erzeugt? Wahrscheinlich nicht ganz, denn nun würde er die Steuerungsmechanismen untersuchen und feststellen, dass dieses Zentrum, wie alle Zentren im Gehirn, nicht unabhängig arbeitet, sondern mit anderen verbunden ist. Und er würde die Nervenzellen untersuchen, die Übertragung der elektrischen Impulse und die chemischen Reaktionen und dann würde er sagen, das Ich ist nichts als ein komplizierter elektrochemischer Mechanismus. Etwa so, wie wenn ein Kind seine sprechende Puppe aufschneidet und einen kleinen, enttäuschenden Apparat darin findet. Nun hat der gesunde Menschenverstand Glück, denn so ein Ich-Zentrum gibt es erfreulicherweise nicht. Das ist eine sehr schöne Nachricht und beileibe nicht enttäuschend, wie mancher Hirnforscher gerne frohlockt. Schon der berühmte Anatom Rudolf Virchow hatte im 19. Jahrhundert seinen Spaß daran gehabt, den Philosophen das Ich auszutreiben, als er sagte: Ich habe Tausende von Leichen seziert, aber ich habe nirgendwo eine Seele gefunden. Und da kann man wohl auch ganz unreligiös sagen: Gott sei Dank. Denn keine Seele oder kein Ich zu finden, ist natürlich viel besser als ein solches Ich zu finden, um es dann in Einzelteile zu zerlegen und zu entzaubern. Und was für eine Vorstellung, die Hirnchirurgen könnten dieses Ich operativ entfernen. Nun gut, es gibt also kein Ich-Zentrum. Das ist letztlich auch wenig verwunderlich, denn wer außer René Descartes mit seiner Zirbeldrüse hat das auch geglaubt. Kein namhafter Philosoph der letzten 200 Jahre hat je behauptet, dass das Ich eine materielle Substanz im Gehirn sei. Meistens haben sie sich überhaupt nicht festgelegt. Immanuel Kant zum Beispiel spricht ziemlich nebulös davon, dass das Ich ein Gegenstand des inneren Sinnes ist, im Gegensatz zum Gegenstand äußerer Sinne, dem Körper. Das lässt ziemlich viel offen, denn was soll man sich darunter genau vorstellen? Die Philosophie lässt die Frage nach dem Ich also weitgehend unbestimmt. Ein bisschen nach dem Motto, über das Ich redet man nicht, man hat es. Dass die Hirnforschung das Ich nicht ohne weiteres finden kann, verwundert auch nicht. Denn so wie sie das Gehirn untersucht, kann zunächst einmal auch gar kein Ich herauskommen. In ihrer Welt gibt es kein Ich, das man irgendwo auf eine Karte des Gehirns einzeichnen könnte. Und deshalb... Existiert das Ich nicht? Es gehört nicht zu den eindeutig auffindbaren Grundbestandteilen des Gehirns. Aber wird das Ich nicht trotzdem irgendwie permanent erlebt? Und können diese Erlebnisse denn täuschen? Gibt es nicht unbestreitbar ein Ich-Gefühl und sei es vielleicht noch so schwankend? Wäre es denn nicht möglich, dass sich das Ich über das gesamte Gehirn, möglicherweise auch auf das gesamte Nervensystem erstreckt oder doch zumindest auf viele entscheidende Teile, dass also aus dem Konzert der Nervenzellen im Gehirn eine Melodie entsteht, eine Melodie des Selbst sozusagen, die zwar biologisch nicht erfassbar, aber gleichwohl ganz unbestreitbar psychisch vorhanden ist so wie die Beschreibung aller Instrumente eines Konzertsaals keine Symphonie ergibt, so kann man das Ich mit den Methoden der Hirnanatomie eben nicht erfassen. Könnte man es nicht so sagen? Auf gewisser Weise stimmt das vielleicht. Aber die Hirnforschung kennt noch einen zweiten Weg, um der Frage nach dem Ich beizukommen. Durch die Untersuchung von Menschen, die aus der Normalität gefallen sind, über Patienten mit Störungen, deren Ich offensichtlich nicht nur teilweise oder unter veränderten Vorzeichen funktioniert. 40 Jahre hat sich der berühmte englische Hirnforscher und Psychologe Oliver Sacks mit solchen Menschen beschäftigt. Sacks selbst ist eine höchst schillernde Persönlichkeit, um die sich viele Geschichten ranken. In seinem Buch Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, hat er das Leben und die Welt seiner Patienten beschrieben. Menschen mit Ich-Störungen oder wie Sexy nennt, Reisende unterwegs in unvorstellbare Länder, Länder, von deren Existenz wir sonst nichts wüssten. Ein Musikwissenschaftler erleidet eine winzige Verletzung in der linken Gehirnhälfte und erkrankt dadurch an visueller Agnosie. Er wird seelenblind und kann Gegenstände nicht mehr erkennen. Wenn er nach seinem Hut greifen will, greift er nach dem Gesicht seiner Frau. Ein Musikprofessor tätschelt fürsorglich Parkuhren, weil er sie für Kinder hält. Eine an Neurosyphilis erkrankte alte Dame bekommt plötzlich einen unstillbaren Appetit auf junge Männer. Was Sex vor mehr als 20 Jahren nur beschreiben konnte, ist seitdem vielfältig untersucht worden. Viele Hirnforscher neigen dabei der Ansicht zu, dass es nicht ein Ich gibt, sondern viele verschiedene Ich-Zustände. Mein Körper-Ich sorgt dafür, dass ich weiß, dass der Körper, mit dem ich lebe, tatsächlich mein eigener Körper ist. Mein Verortungs-Ich sagt mir, wo ich gerade bin. Mein perspektivisches Ich vermittelt mir, dass ich der Mittelpunkt der von mir erfahrenen Welt bin. Mein Ich als Erlebnissubjekt sagt mir, dass meine Sinneseindrücke und Gefühle tatsächlich meine eigenen sind und nicht etwa die von anderen. Mein Autorschafts- und Kontroll-Ich macht mir klar, dass ich derjenige bin, der meine Gedanken und meine Handlungen zu verantworten hat. Mein autobiografisches Ich sorgt dafür, dass ich nicht aus meinem eigenen Film falle, dass ich mich durchgängig als ein und derselbe erlebe. Mein selbstreflexives Ich ermöglicht mir, über mich selbst nachzudenken und das psychologische Spiel von I, I und me zu spielen. Das moralische Ich schließlich bildet so etwas wie mein Gewissen, das mir sagt, was gut und was schlecht ist. Zu all diesen Ich-Zuständen finden sich Störungen, bei denen das eine oder andere Ich nicht richtig funktioniert, wie in Oliver Sacks Geschichten. Untersucht man solche Patienten mit Hilfe von bildgebenden Verfahren, Vergleiche der Kosmos des Geistes, so lassen sich auch die Gehirnareale ausfindig machen, die hier offensichtlich nicht normal funktionieren. Das Körper-Ich und das Verortungs-Ich zum Beispiel haben etwas mit der Arbeit des Parietallappens zu tun. Das perspektivische Ich mit dem rechten unteren Temporallappen, das Ich als erlebendes Subjekt, hängt ebenfalls mit der Arbeit des rechten unteren Temporallappens zusammen, aber auch mit der Amygdala und anderen Zentren des limbischen Systems und so weiter. Man kann also, wenn man so will, sagen, dass es mehrere Ichs gibt. Aber auch das ist natürlich nur ein Schema, denn zu wissen, wie einzelne Zutaten schmecken, sagt eben noch nichts über das ganze Menü. Denn so säuberlich diese Ich-Zustände hier geschrieben werden, so zusammengekocht sind sie in der Realität unseres Gehirns. Mal drängt sich der Geschmack des einen auf und mal der des anderen. Nahezu ununterscheidbar in unserem Alltagsbewusstsein spielen sie alle zusammen manches liegt nur manchmal auf der Zunge, anderes ist immerzu allgegenwärtig. Und auch die Herkunft der Zutaten scheint eine ganz unterschiedliche zu sein. Einiges ist nur gefühlt, anderes ist auf gewisse Weise gewusst. Für mein perspektivisches Ich kann ich wenig. Es ist jedem normalen Menschen vorgegeben, ebenso das Körper ich. Aber mein autobiografisches Ich ist ohne Zweifel etwas, das ich mir selbst schaffe und zwar dadurch, dass ich rede. Ich erzähle von mir und erzähle dadurch mir selbst und anderen mein Ich und bilde es gleichzeitig dadurch aus. Das Gleiche gilt auch für mein selbstreflexives Ich und vielleicht auch für mein moralisches Ich, falls es dies wirklich geben sollte, aber dazu kommen wir später noch ausführlich. Die verschiedenen Ich-Zustände der Hirnforschung sind sinnvolle Einteilungen, aber man darf sich nicht täuschen. Sie sind gleichwohl Konstruktionen, die sich nicht immer mit holzhackerischer Sicherheit aufspalten lassen. Keinesfalls beweisen sie, dass aus alledem nicht eine Gesamtbefindlichkeit entsteht, die man, wie manche Hirnforscher, einen Strom der Ich-Empfindung nennen kann. Aber warum nicht mit ebenso gutem Gewissen und schlicht und einfach Ich? Zu den etwas seltsamen Vorgängen in der Hirnforschung gehört, dass manche Neurowissenschaftler zwar das Ich bestreiten, aber gleichzeitig untersuchen, wie es entsteht. Nicht selten ist das Ich der Lieblingsfeind im Labor, den man allerdings erstmal voraussetzen muss, um ihn bekämpfen zu können. So etwa können Hirnforscher genaue Angaben darüber machen, wie sich eine Persönlichkeit, mithin also das Ich, ausbildet. Schon im frühen Embryonalstadium entsteht das limbische System. Nach der Geburt tritt das Gehirn mit der Außenwelt in Kontakt und wird noch einmal völlig revolutioniert. Die Gehirnstrukturen passen sich an, sie verringern die Zahl der Nervenzellen und ummanteln dabei gleichzeitig die Leiterbahnen. Im Alter von 18 bis 24 Monaten bildet sich das Ich-Gefühl aus. Es ist die Zeit, in der Kleinkinder sich das erste Mal auf Fotos erkennen können und noch später entsteht die gesellschaftlich juristische Person das ich als mehr oder weniger verantwortlich handelndes Mitglied der gesellschaft. Manche dieser Fähigkeiten und Eigenschaften entwickeln sich im Gehirn erst während und nach der Pubertät. Alle diese Beschreibungen erklären die Entwicklung der Persönlichkeit und sind damit zugleich untrennbar verbunden mit dem Ich-Gefühl. Denn Personen Sagen zu sich selbst Ich. Etwa die Hälfte dieser Persönlichkeitsentwicklung, so wird mehrheitlich angenommen, hängt sehr eng mit angeborenen Fähigkeiten zusammen. Etwa 30 bis 40 Prozent ist abhängig von Prägungen und Erlebnissen im Alter zwischen 0 und 5 Jahren. Und nur 20 bis 30 Prozent werden offensichtlich maßgeblich durch spätere Einflüsse im Elternhaus, in der Schule und so weiter beeinflusst. Mit der Entzauberung des Ich ist es also so eine Sache. Als Kopernikus nachwies, dass sich die Erde um die Sonne dreht, entdeckte er eine zuvor unbekannte Tatsache. Die alte Vorstellung von der Erde als Mittelpunkt des Universums war definitiv falsch. Als Darwin nahelegte, dass sich alle Lebewesen aus primitiven Vorfahren entwickelt haben und auch der Mensch keine Ausnahme davon macht, beschrieb er ganz offensichtlich ebenfalls eine Tatsache. Die Annahme, dass der Mensch eine Sonderanfertigung Gottes sei, war definitiv falsch. Aber wenn Hirnforscher heute das Ich durchstreichen möchten, weisen sie nicht unbedingt eine neue Tatsache nach. Die alte Vorstellung, dass der Mensch von einem Supervisor namens Ich geistig zusammengehalten wird, ist nicht widerlegt. Dieses Ich ist eine komplizierte Sache. Es lässt sich mitunter in verschiedene Ichs zerlegen, aber es ist gleichwohl so etwas wie eine gefühlte Realität, die sich naturwissenschaftlich nicht einfach erledigen lässt. Reicht denn nicht schon die Beobachtung aus, dass wir uns als ein Ich fühlen, um festzustellen, dass es ein Ich gibt? Man ist Individuum, schreibt der Soziologe Niklas Luhmann, ganz einfach als der Anspruch, es zu sein. Und das reicht aus. Den gleichen Satz könnte man wohl auch über das Ich sagen. Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit. Mit diesem Satz hat der Ernst Mach recht. Es sei denn, man erkennt im Gehirn eine Einheit und eine Begrenzung oder, wie mancher Hirnforscher gerne sagt, einen Rahmen. Doch dass unsere Empfindungen allein in der Welt spazieren gehen, ist eher unwahrscheinlich. Das Ich ist ein ziemlich aufmerksamer Kindergärtner und meistens ist es beobachtend, mitfühlend und mehr oder weniger wachsam bei uns. Menschen haben keinen Kern, kein wahres Selbst, das man irgendwo absolut dingfest machen könnte. Aber das wäre, wie gesagt, wohl auch ein bisschen wenig. Denn die wahre Entzauberung wäre doch gewesen, einen Ich-Apparat zu finden, ihn den Philosophen vor die Nase zu legen und zu sagen, hier, das ist es. Stattdessen haben wir ein schillerndes, vielschichtiges und multiperspektivisches Ich. Denn die Hirnforschung beweist nicht, dass es kein Ich gibt, sondern dass unser gefühltes Ich ein unglaublich komplizierter Vorgang im Gehirn ist, so faszinierend, dass wir nach wie vor allen Grund haben, darüber zu staunen. Von der umfassenden Ergründung unseres Ich-Zustandes ist die Hirnforschung noch Meilen oder genauer Jahrzehnte entfernt, falls sie es denn überhaupt je schafft. Denn wenn das Beobachten einfacher Emotionen die Mondlandung der Hirnforschung war, so ist die Reise zum Ich eine bemannte Fahrt mindestens zum Jupiter. Eine Reise, von der wir bislang kaum ahnen können, was uns dabei noch alles begegnet. Kapitel 7 Mr. Spock liebt Was sind Gefühle? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.